Der Code Yellow, der niemand geglauben konnte. Ja, ich hätte es auch nicht geglaubt, dass Fritz und Martin, Spoiler Alert, die Stars, ne, aber wir wissen es mittlerweile schon alle, dass Fritz und Martin die ersten sind, die auf das Knöpfchen drücken. Hätte ich auch nicht gedacht. Daumen nach oben dafür, denn die haben einfach kein Wasser gefunden, Leute. Wie kann man kein Wasser finden? Also, beziehungsweise, nee, wie kann man kein Wasser finden? Das war falsch formuliert. Wie kann man jemanden, ein Team, einen Spot geben, wo es kein Wasser gibt? Hä? Verstehe ich nicht. Deshalb, also, die haben also bis jetziger Stand, irgendwie alles richtig gemacht. Denn ohne Wasser können wir nicht überleben. So. Ich hoffe, ihr trinkt genug. Ich habe hier Tee vorbereitet. Und wir gucken uns jetzt gemeinsam die neue Behind-the-Scenes-Folge an. Und zwar Behind-the-Scenes-Folge 7. Ich freue mich sehr drauf. Let's go! Okay, wartet mal. Jetzt, nee, jeden Dienstag und Freitag neue Folgen. Okay, neue Folgen. Aber ich bin total verwirrt von den Behind the Scenes. Wann genau kommt es online? Wann kommt es nicht mehr online? Weil es war die ganze Zeit jetzt nicht online. 26. hatte ich ja gesagt, deshalb heute haben wir den 27. Aber wann genau kommt das nächste Behind the Scenes? Ich bin übelst verwirrt. Liebe Seven vs. Wild Zuschauer, ich würde euch gerne den Partner dieser Folge vorstellen, die Uhrenmarke Holzkern. Überleben in der Wildnis ist mein. Krass. Tut er jetzt nur noch alles vorstellen oder wie? Nicht mehr Fritz? Ein tägliches Ding. Aber wenn es um die Feiertage geht, dann ist es natürlich was anders. Deswegen hier mein Survival Guide für die Festtage. Lasst uns, Leute, über Geschenke reden. Ich weiß, Socken sind super bequem. Ja, die wurde mir auch angezeigt. Das habe ich gerade eben gesagt, zum jetzigen Stand. Du musst das Video von Joey Vogel und Fritz anschauen. Das wurde mir angezeigt. Ich weiß nicht, ob wir es heute gucken, aber es gucken wir auf jeden Fall, weil da gab es irgendwie ein Video und also der Titel des Videos, das war so, what? Okay. Wir gucken uns das auf jeden Fall an, aber zum jetzigen Stand würde ich sagen, Fritz und Martin haben alles richtig gemacht, kein Wasser gehabt, raus. Bequem, aber ehrlich, wir kriegen die doch jedes Jahr geschenkt, gefühlt. Ich liebe Socken. Wenn du wirklich Eindruck hinterlassen willst, dann verschenk dieses einzigartige Holzkern-Accessoire. Egal ob Uhren oder Schmuck, die individuelle Maserung macht jedes einzelne Stück zu Unikat. Zweitens, vergiss nicht abzuschalten. Die Feiertage können auch sehr stressig sein. Also, vergiss nicht, rauszugehen mit euren Liebsten, in der Natur ausspannen und die Zeit genießen. Last but not least, drittens, Individualität. Unikat, nachhaltig, limitiert, kein Massenprodukt. Schenke deinen Liebsten etwas Besonderes. Für kurze Zeit 15% auf Holzkern für einen besonderen Geschenk. Klicke einfach auf den Link im Video oder geh direkt auf holzkern.com/wild und nutze den Code wild-holzkern für euren Rabatt. Meine Favoriten, weil ich viel mit denen rumgehangen habe, weil wir auch schon viele Videos produziert haben und ich einfach weiß, wie die in dieser Konstellation funktionieren, wie die arbeiten, wie die denken. Die finden eigentlich zu jeder Sache eine Lösung, bauen sich gegenseitig auf, pushen sich hoch, necken sich gegenseitig, aber das bringt die beiden irgendwie immer nach vorne. In dieser Folge zeigen wir euch die erste Abholung. Aber wie ist es so weit gekommen? So schön kann sich das ändern, von so schönem Wetter zu 3 Meter hohen Wellen. Was passiert in einem Ernstfall und wie hat sich unser Rettungsteam darauf vorbereitet? Das ist meine Frau. Da haben wir es. Was? Er will zu seiner Frau? Oh, wie süß. Da haben wir es gesehen, dieses orange Teil. Wir hatten noch in irgendeiner Folge hatten wir noch mal gerätselt, was das Ding ist. Das ist einfach die Liege. Das Team darauf vorbereitet. Ich möchte mit meiner Frau reden. Oh, ich will mit meiner Frau reden. Wie süß. Ein Spinboard. Aha, so heißt das. Hallöchen, ihr Lieben. All das in Folge 7 Behind the Scenes. Behind the Scenes. Wann kommst du jetzt überhaupt immer? Mein persönliches großes Ziel ist, dass wir am Ende der 14 Tage Spinboard. abgeholt werden und sagen, eigentlich könnten wir noch mal 14 machen. Ich bin so ein Freund der Wahrscheinlichkeitsrechnung und das wäre wenn. Und ich glaube, ein Team wird es auf jeden Fall treffen. Also, oh. wen jetzt genau, kann ich dir nicht sagen. Jeder hat das Potenzial, diese 14 Tage zu schaffen. Der Punkt ist halt, wie man es schafft. Ich glaube, dass der Druck so krass ist, dass manche Leute sagen, dann ist der kleine Finger ab. Dass es nachher schmerzhaft wird, okay, ich kann Der mit Schmerzen kleine umgehen, Finger das habe ab. ich mehr als einmal bewiesen, aber wenn es dann so einen Punkt erreicht, wo ich halt merke, fuck, so, davor habe ich am meisten Angst.
Also im Endeffekt ist Vorbereitung irgendwie seit 10, 15 Jahren aktiv mit allem, was man irgendwie gemacht hat. Wir haben jetzt ganz speziell für die Staffel, für die dritte Staffel Sachen ausprobiert, haben uns da nochmal ein bisschen ausgetauscht, nochmal ein bisschen auch den Kopf ready gemacht. Und wir haben auch gelernt, ist alles Kopfsache. Ja. Das Fischreusen. Mindset ist also alles. Und wer die Staffel nicht schafft und hier richtig fleißig ist, der ist dumm. Ja, richtig. Ja, aber Leute, ey, ganz ehrlich, ich freue mich. Ich bin mir 100% sicher, Fritz und Martin probieren das nochmal. 100 Pro. Vielleicht jetzt nicht in dieser Special-Folge, aber die machen das safe. Irgendwie nochmal irgendwann so die Abrechnung wie Dave. Wisst ihr, wie ich meine? Richtig cool, oder? Und darauf freue ich mich. Denn ganz ehrlich, vielleicht machen die es an dem gleichen Spot. Vielleicht machen die es an einem anderen Spot. Also zum jetzigen Stand wahrscheinlich eher einen anderen Spot. Aber es gibt auch noch so ein neues Video mit irgendwie, da ist irgendein ein Biologe oder sowas, der redet über den Spot und dass es vielleicht doch keinen Wassermangel gab. Ich wäre auf jeden Fall sehr gespannt und freue mich auf die Abrechnung von den beiden. Denn ich bin mir sicher, die machen das nochmal. Ich meine, die sind Outdoor-Profis und die haben so viel gemacht. Und wir haben auch gesehen, Martin hat so viele Projekte gemacht. Zieht euch das mal rein. Deshalb, also, das wird bestimmt cool. So. Joey Vogel, genau. Das wäre auch so. Die Dille bekommen? Ja. Lass mal ein Foto machen, komm, auf geht's. Das ist Google Pixel, ey. Ich bin zufrieden mit meinem Telefon. Also ich würde jetzt anrufen, ganz normal. Ups, was habe ich gemacht? Mute, ne? Boah, Leute, mega gruselig, ne? Habt ihr gerade gesehen, was in der Werbung gerade war mit Google Pixel? Das ist einfach ein Telefon, was ganz viele Fotos macht und einen Moment kreiert, der nie stattgefunden hat. Das ist schon gruselig, ne? Einfach nur, dass alle glücklich sind auf dem Foto. Wo kommen wir da hin, Leute? Es ist schon cool, aber auch irgendwie gruselig. Also ich würde jetzt anrufen, ganz normal, damit wir wissen, wo die sind. Ich hoffe, Martin ist ja... Den ging es gar nicht gut vor Aussetzung. Ich hoffe, nichts ist irgendwie krankheitsbedingt mit ihm passiert jetzt. Ja, auch, aber eigentlich, Hauptsache war eigentlich Wasser, ne? Okay, wir warten, bis wir Netz haben. Übernimm mal bitte, ich stehe mich inzwischen an. Sie gehen nicht ran. Ich schätze, das ist ein krankheitsbedingter Abbruch durch Martin oder Fritz, die irgendwie was getrunken haben. Martin hatte eh schon Magen. Die haben das nicht an. Die haben das nicht an, wir müssen nur das Telefon. Dann sehen wir das als Code Red, oder? Keine Entwarnung. Also keine müssen wir das jetzt als schlimmste Stufe tweeten. Macht euch bitte fertig, wir erreichen sie nicht und sehen das als Code Red. Ich habe meine Karte nicht. Gelb und was? Code Rot bedeutet für die Teilnehmer, Karte? Sie haben die Möglichkeit, ihr Notfallpaket, sodass wir wissen. Digga, ich finde meine Karte nicht. Ich habe auf irgendwelche Knöpfe gedrückt. Wo ist denn meine rote Karte? Ich habe nur die gelbe Karte vorbereitet. Hä, die habe ich. Ah, hier. Aha! Die rote Karte. Ich habe nur die gelbe vorbereitet, sorry. Ah, was Chaos! Hilfe! Wie Code Red? Haben die jetzt echt Code Red dann damit gesendet? Crazy, nur weil die da nicht reingegangen sind. Vielleicht haben sie keinen Empfang. Weil ich war vorhin auch im Keller und ich habe gar keinen Empfang. Geh nicht ran. Ich schätze, das ist krass. Ein krankheitsbedingter Abbruch durch Marlene. Die haben das nicht an. Die haben das nicht an, wir müssen nur das Telefon. Dann sehen wir das als Code Red, oder? Wenn nicht, gibt doch keine Entwarnung, also... Keine müssen wir das jetzt als schlimmste Stufe tweeten? Macht euch bitte fertig, wir erreichen sie nicht und sehen das als Code Red. Gelb und Code Rot bedeutet für die Teilnehmer, sie haben die Möglichkeit, ihr Notfallpaket aufzumachen. Dort ist ein Satellitentelefon drin, dort ist ein Funkgerät drin, ein Knicklicht, eine Trillerpfeife. Die haben uns über InReach-Gerät dementsprechend ihren Standort mitzuteilen, sodass wir wissen, wo die sich aufhalten, ob in der Nähe vom Shelter oder an einem anderen Punkt. Und wir können die dann über InReach hinweisen, doch bitte das Telefon anzumachen, wenn sie es noch nicht gemacht haben. We can't reach them, so they send out a message, code yellow, we can't reach them, so it's a code red for us I now. I need to see the location to decide the best way to access them. They should be at the beach. Yeah, but which one? This is a safe beach to land on, yeah. But here we might have big surf. Yeah. Crash, my plan is, let's go into Bull Harbor. Krass, dass sie keine Übersetzung machen hier. Yeah. Dass sie hier keine Untertitel, weil die machen so oft Untertitel, aber ja, okay, gut, das hat man verstanden, ne? Aber es gibt ja auch Leute, auch jüngere Leute, die vielleicht nicht so gut das Englisch sprechen und dass sie da keine Untertitel machen. Ja, yeah, I'm getting ready. Okay, ist aber nur das Behind the Scenes, aber trotzdem. Okay, wir nehmen einen Arzt mit. Ja, mich. Alles für Code Red, sind aber ziemlich chillig, oder? Weil die sich nicht melden, sicher, wir haben Arzt, fertig. Die Handschuhe. What? Krass,
ey. Aber die Teilnehmer haben selbst gelb geschickt und die sehen es als rot an. Und warum sind die dann so chillig? Hola, hola. Weil wir haben Platz genug. Okay? Also wenn ein Code Yellow gemeldet wird, ist es ja so, dass die Teilnehmer die Challenge abbrechen wollen. Das heißt, wir begleiten dann praktisch Hauke und Jonathan, die den Einsatz leiten, um zu gucken, ob es medizinische Gründe hat und würden dann auch die Erstversorgung übernehmen. Martin ging es vor der Aussetzung nicht gut, hat gesagt, er hat Nierenschmerzen und er hat sich mehrmals übergeben, ist trotzdem rausgegangen, hat sich trotzdem entschieden rauszugehen. Die Ärzte haben gesagt, das wäre okay. Ich kann mir gut vorstellen, dass er jetzt irgendwie einen gesundheitlichen Abbruch hat durch diese Vorerkrankung, die er da mitgebracht hat. Ich hoffe nicht. Die Jacke von mir auch schon drauf. Also Real Talk, ich finde für Corette sind die ziemlich chillig. Egal, ich weiß, ihr sagt hier, Hektik bringt nichts, aber come on, das ist schon chillig. Stellt euch vor, es kämpft jemand mit einem Bär und die sind erstmal so. Wisst ihr, wie ich meine? Also für Code Yellow finde ich das vollkommen in Ordnung, was sie da machen, ne? Vollkommen in Ordnung. Aber für Code Red, was die selbst gesagt haben, finde ich das gerade ein bisschen chillig. Ja, genau, machen erstmal Aufnahmen und so. Finde ich ehrlich gesagt, also für Code Yellow, versteht mich nicht falsch, Code Yellow ist vollkommen in Ordnung, das Tempo, ne? Aber die haben gesagt Code Red, ich habe das nie gesagt. Ich habe dich mal die Karte vorbereitet. Da kommt keiner raus. Ne? Ja, definitiv. Wir haben mit dem Rettungsteam, mit den zwei Ärzten und mit den zwei Notfallsanitätern, haben wir das versucht, hier jeden Tag zu üben. Das ist schon schwer. Und wenn man dann überlegt, dass man dort einen raustragen muss, das muss man erstmal vorher einmal probiert haben. Die Abläufe, dass die passen, ja, wer wo anpackt. Ja. Und unser Team nenne ich es jetzt einfach mal, die waren auch dankbar, dass wir das gemacht haben. Und wir haben das echt einmal täglich versucht durchzuziehen. Ja. Auch wenn es nur Durchschlagen durch den Wald war, ja, dass die einfach mit den Begebenheiten sich zurechtfinden können und sich darauf einstellen zu können, wenn es losgeht, ja, was auf uns zukommen könnte. Ja, das ist ja aber normal, dass man so Übungen macht und sowas. Zitat ist Staffel 1, langsam ist präzise und präzise ist schnell. Bei einem Code Yellow oder einem Code Red möchten bzw. müssen unsere Teilnehmer abbrechen. Je nach Dringlichkeit, Tageszeit und Witterungsverhältnissen geschieht dies mit unterschiedlichen Rettungsbooten oder einem Helikopter. Um auf jede dieser Situationen vorbereitet zu sein, trainiert unser Rescue-Team für den Notfall. Ich glaube, das sind Aufnahmen nicht von jetzt gerade eben, sondern von den Übungen. Ich glaube nicht, dass sie das so chillig bei Code Red, kann das nicht glauben. Ich glaube, das sind einfach alte Aufnahmen, weil die haben ja auch gesagt, die machen das jeden Tag. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass jemand wirklich rausgeht und die so la 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 fast schon Heidi da 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 so chillig, wisst ihr, wie ich meine? Glaube ich nicht. Ich glaube, das sind einfach alte Aufnahmen einfach und die haben das dann jetzt einfach nur für das Behind the Scenes einfach eingeblendet. Also alte Aufnahmen, wenn die täglich die Übung machen, haben die 3 Tage beispielsweise schon Zeit gehabt, solche Aufnahmen zu machen. Und dann, ich meine, das ist ja nicht gerade jetzt, also Fritz und Martin sind nicht heute raus, sondern vor Monaten. Und da hatten die 14 Tage Zeit, solche B-Rolls aufzunehmen. Deshalb, das ist auf keinen Fall, also glaube ich zumindest, das ist auf keinen Fall vom Ernstfall. Ja, es sind auf jeden Fall Übungen. Wir üben zuerst wieder. Seht ihr? Switch. Vom großen ins kleine Boot. Wir ziehen das Boot an Land. Ihr nehmt euer Material, packt euch aus, sodass wir, wenn wir das Boot fertig gemacht haben, dann so gut wie ready sind, um die verletzte Person zu suchen. Ja, ich glaube, das ist einfach nur gerade so ein bisschen unglücklich erklärt worden in der Handlung, oder? Seven vs. Wild soll unterhalten. Aber wie wir aus Erfahrung wissen, kann es sehr schnell ernst werden. Das Rettungsteam muss bereit sein, unter den härtesten Bedingungen die Kandidaten. Okay. Wild soll unterhalten. Eins, zwei. Ich sehe zwei Personen. Ist es Fritz mal den Spot? Sieht der echt so aus? Aber wie wir aus Erfahrung wissen, kann es sehr schnell ernst. Ja, komisch geschnitten für den Spannungsbogen, ne? Ich find's auch ein bisschen komisch geschnitten. Was geht, ihr Lieben? Werden. Das Rettungsteam muss bereit sein, unter den... Besonders...
Wir wurden gerade gespoilert, oder? Kann es sehr sein, schnell ernst werden. Sind? Wartet mal. Das Rettung. Hier haben die nämlich rote Jacken an. Oder ist es der Packsack? Ist es wirklich Fritz und Marlin? Ist es wirklich Fritz und Marlin? Ist das wirklich Fritz und Marlin Spot? Das sind Aufnahmen von einer Übung. Ah, okay, gut. Das sind einfach nur irgendwelche Leute. Okay. Okay. Okay, also es ist nicht Fritz und Marlin Spot, weil das sieht irgendwie komisch aus, ne? Rettungsteam muss bereit sein, unter den härtesten Bedingungen die Kandidaten jederzeit zu bergen. Ah, guck, ja, hier ist jemand mit der Drohne. Okay, es ist einfach wirklich nur Übung. Ja, aber es ist irgendwie komisch geschnitten. Find ich zumindest. Für meinen Geschmack komisch irgendwie. Je nach Situation müssen sie sich dem teilweise unzugänglichen Terrain anpassen. Scheiße! Danke! Wir wollten nur mal gucken, wo die Einzelnen sind. Danke! Du musst das nach oben. Die Arme gerade machen. Oh, Shred. Hier durchziehen. Oh, crazy, ey. Oh, ich hoffe, okay. Wir haben, Haben wir fest. Das hätten wir schon mitbekommen, oder? Am Traum. Ja. Ich vertraue TikTok da. Also ich glaube, wir hätten das auf TikTok schon gesehen. Wäre irgendjemand Code Red irgendwie vom Bären attackiert worden oder so, hätten das schon längst gesehen. Jo. Den Helm festhalten am Sack dort, ne? Ja, ja. Dass die Arme jetzt rausrutschen. Fest zu holen. Habt ihr unten fest? Ja. Gut, dann machen wir die Brustquote nochmal. Erst die hier. Ja. Nur tief einatmen. 3, 2, 1. Mach ruhig langsamer. Ja. Ja. Wir tragen ihn ein bisschen vor zum Stein erstmal, ne? Bis zum Stein. Bleib du stehen. Dann legen wir ihn zur Not erstmal hier hin. Der auf der Liege hat beste, ey. Denkst du so chillig. Alle anderen sind so voll am Schwitzen, ey. Alles gut bei dir? Bestens. Super. Ja. Wir bringen dich jetzt zum großen Boot. Dort wirst du umgeladen. Da geht's zur Basis. Und dort wirst du dann medizinisch anderweitig behandelt. So dass wir gucken, ob wir einen Krankenwagen herfahren lassen oder nicht. Ich möchte mit meiner Frau reden. Okay, auf geht's. Geht raus. Die Sicherheitsversorgung ist in diesem Jahr im Vergleich zu letztem Jahr noch mal deutlich professioneller aufgestellt. Durch unsere beiden Sicherheitsbeauftragten Joe und Hauke, die da den militärischen Drill noch ein bisschen vorantreiben. Das lässt die Leute hier wirklich noch mal vertiefen, was hier wirklich deren Aufgabe ist. Also wir haben durch die ganzen Übungen, die wir hier gemacht haben, haben wir wirklich ein Teamgefüge bekommen, wo jeder genau weiß, was seine Aufgabe ist. Das wurde hier wirklich bis ins kleinste Detail perfektioniert. Die Rettungsmissionen sind aufgrund der Beschaffenheit des Geländes sehr komplex. Um Routine bei den Teammitgliedern zu schaffen, wird das Training regelmäßig durchgeführt. Finde ich gut. Die Anlegesituation entscheidet über die Art der Bergung und die Größe des Rettungsbootes. Aber stellt euch vor, die sind gerade am Üben. Okay, aber eigentlich ist gar nicht schlimm. Es wäre voll gut, wenn die in der Übung auf einmal so einen Code Yellow oder Code Red bekommen. Aber stellt euch vor, es ist so ganz anders. Was machen die dann? So, und die müssten mit einem Heli dahin oder so? Das wäre dann nicht so gut, oder? Ich meine, wenn die jetzt gerade beispielsweise in der Übung sind und kommt darauf an, wo halt gerettet werden muss. Code Red beispielsweise kommt. Okay, man sollte, ich bin nicht pessimistisch, man sollte nicht vom Schlechtesten ausgehen. Aber, was geht? Okay. So, okay, die Ärzte rein. Ärzte rein. Übernehmen. Geh rein. Los. Geh rein. Wir müssen ihn nämlich über die Stange heben. Essig, ey. Ab geht's! Ja. Hat euch mehr Platz. Absichten, komm, Hage. Wo man runter? Das ist ja gut.
Ja, schau mal, ich bin echt ein bisschen los dieses Mal. Ja, dann hängt schon echt drüber hinten. Diesmal? War anstrengend. Ja, aber schön. Es war gut. Immer wieder neue Fallstricke. Da weißt du, dann hängst du mit den Füßen im Ast fest, rutscht auf den nassen Felsen. Das ist schon gut, dass wir da üben. Das schafft doch ein bisschen Routine. Sollten die Kandidaten reanimiert oder beatmet werden müssen, sind wir natürlich auch für diesen Ernstfall vorbereitet. Ich war mir nicht sicher, ob das eine YouTube-Werbung ist oder hier. Jacken. Ach so. Ja, alles gut. Los geht's. Für die Staffel 3 haben wir das Basisrettungskonzept von der Staffel 2 genommen und ich würde sagen, noch mal ein bisschen erweitert, weil wir haben mehr Leute draußen, es kann mehr schiefgehen, es ist ein bisschen unkontrollierter. Dementsprechend mussten wir da halt auch aufstocken. Wir hatten Rettungshelikopter von der Coast Guard, wir hatten eigene Speedboote, die permanent bei uns stationiert waren. Wir hatten Notärzte, die jeden Tag Übungen gemacht haben, sich mit dem Terrain vertraut gemacht haben, geübt haben, wie man jetzt in diesem Terrain die Leute auf einer Trage hunderte Meter weiter durch den Wald schleppen kann. Hatten Sicherheitsexperten, die die ganzen 14 Tage über vor Ort waren, die mit Kettensägen da geholfen hätten und wissen, wie man solche Evakuierungen durchführt im Extremfall, wenn halt wirklich die Kacke am Dampfen ist. Und natürlich die Locals, die als Bootsführer hatten, die den Wellengang kennen, die wissen, wann man wo wie anlanden kann und wo vielleicht auch nicht, wo es richtig gefährlich wird. Diese Kombination aus allem hat es eigentlich dann zu diesem großen Rettungskonzept werden lassen, was dann am Ende die Sicherheit von allen gewährleistet hat. Jonah, bleibst du vorne oder kommst du hinter? Are we good to go? Alle festhalten irgendwo. Es wird ernst. Meine Geht's jetzt endlich zu Fritz und Martin, oder wie? Kennenzulernen, als bei mir Traktionsalopezie diagnostiziert wurde. Die erste Abholung steht bevor. Fritz und Martin werden abgeholt. Wir erfahren über Telefon, Sprache, worum sie abgeholt werden müssen. Dafür sind nämlich die Ärzte da, um zu erfahren, okay, was müssen wir jetzt bedenken, wenn wir die abholen. Wenn sie zu wenig getrunken haben zum Beispiel, okay, müssen wir Flüssigkeit zuführen über verschiedene Wege, intravenös oder nur mit Wasser. Dafür sind die Ärzte da, das dann dementsprechend auszuwerten. Da werden die Boote entsprechend gepackt und das Material. Und dann wird zu den Stränden angefahren und die Leute abgeholt. Alles klar, Jungs, wir sind unterwegs, wir haben was zu trinken dabei. Bleibt am Strand. Jetzt hat es ja doch funktioniert mit Telefon. Also doch Code Yellow, nicht mehr Code Red. Position, sodass wir dort anlanden können. Ihr werdet uns ja dann jetzt in knapp 20 Minuten sehen. Die Koordinate ist ja auf dem Leitungsgerät. Die sind am Strand. Guck mal, weil die müssen... die können ja nicht hier so, sondern die müssen erstmal hier komplett außen rum. Ach, deshalb haben die so lange gebraucht. Beim Fritz und Martin sind ja hier, wisst ihr? Aber die kamen, mit dem Heli war das irgendwie 30 Sekunden. Aber hier mit dem Boot ist es so. Verstehe. Bis zu 3 Meter hohe Wellen am Strand, wir müssen... Aber wäre das, wie 3 Meter hohe Wellen sind aber, glaube ich, normal, habe ich jetzt gehört. Ich fand, das ist übelst stressig. 3 Meter hohe Wellen, das ist schon krass. Aber meine Mama ist jetzt vor kurzem auf einer Kreuzfahrt gewesen. Und die meinte, irgendwie haben die alle gesagt, 3 Meter hohe Wellen sind normal. Also soll ich chillen? Weil ich meinte, so mein Gott, Mama, 3 Meter hohe Wellen, nicht, dass du untergehst. Ich habe mir voll die Sorgen gemacht. Aber sie meinte, irgendwie sagen die, ist alles cool. Okay, also ist anscheinend 3 Meter. Aber das Ding ist, sie war auf einem Kreuzfahrtschiff. Das hier ist ein kleines Mini-Bötchen, ne? Also 3 Meter hohe Wellen mit so einem Bötchen ist schon nicht so cool. Auf jeden Fall... Mussten die ja, was hätten die gemacht, wäre Code Red? Müssten die da auch so 20 Minuten so rumfahren? Also so komplett rum? Oder wären die auch mit dem Heli dann wieder? Vielleicht haben die den Heli aber nicht die ganze Zeit gehabt. Ich meine, sowas ist teuer. Über Pearl Harbor gehen, die bleiben am Strand dort, wo sie jetzt sind. Ja, den Spot sind wir über Pearl Harbor angegangen, weil das Anlanden an dem Tag direkt am Strand nicht möglich war, weil der Wellengang zu hoch war. Oh, krass. Die haben halt wirklich so ein Sie haben wirklich so einen Helikopter da.
krass. We got water for okay. them, so don't worry about that. So, wir packen jetzt ein bisschen Wasser ein. Die haben gesagt, sie hätten 24 Stunden nichts zu trinken gehabt. Das zerrt natürlich. Wenn du draußen bist und hast nichts zu trinken, dann gehst du schnell ein. Ja. Man sieht, dass es schnell nach hinten losgehen kann, sowas. Ja? Also es ist echt kein Spaß. Ja, Mann. Man sieht richtig, wir sind alles kleine Würstchen und die Natur ist richtig stark. Ich kann gerne eine Infusion legen, wenn die das möchten. Ja, dann kommen die auch gleich wieder zu Kräften. Dann kommen die schneller zu Kräften und wir können ja den Rucksack mal mitnehmen. Wir wissen ja nicht, wie viel sie vorher, wie lange Zeit genau. sie vorher hatten, ja. wo sie nichts getrunken haben. Wenn die wirklich sehr schlapp sind, können wir das auch machen, bevor wir den Rückweg antreten. Also mit so einer Infusion bist du gleich wieder auf dem Dampfer, dann kannst du gleich wieder durchstarten. Ja? Dann können sie bleiben. Dann können sie bleiben. Die Zusammenarbeit mit Hauke und Jonathan war super. Es hat toll geklappt, die haben uns gut angeleitet. Es war klasse. Cool. Wir haben jetzt nur 24 Stunden keine Masse gehabt, weil die Frischwassersituation sich dort von heute auf morgen geändert hat. Das ist das Einzige. Die haben schon gesagt, bringt Wasser mit, die haben Durst. Die haben jetzt hier zumindest fehlt erstmal ein Liter Wasser dabei. Ein Korniriegel, Hauke hat noch Wasser dabei, ich habe noch Wasser dabei. Wenn wir im Bullhaber dann sind, dürften das maximal 500 Meter sein. Das ist komplett krank, weil niemand würde denken, dass die Leute, die am fähigsten sind, als erstes abbrechen. Ja. Aber ey, jetzt mal im Ernst, also mir tut es natürlich leid für Fritz und Martin, ne? Aber ey, für die Serie ist es schon geil, oder? So, puh, genauso wie in der ersten Staffel. Ich glaube, das ist auch so ein kleines Erfolgsrezept von dieser Serie. Denn beispielsweise in der ersten Staffel war es ja so, in der ersten Folge gleich zwei Leute draußen, so. Was, Dave war, glaube ich, auch in der ersten Folge raus, oder? Also, Niklas war direkt draußen halt, ist ja blöd gelaufen, ne? Und Dave war ja dann, ich glaube, auch in der ersten oder zweiten Folge oder sowas. Wisst ihr? Das ist dann für den Zuschauer so, boah! So, das ist auch vielleicht so ein kleines Erfolgsrezept, ne? Und jetzt die fähigsten Leute, wie wir gerade gesagt haben, Fritz und Martin draußen, das ist für den Zuschauer so, boah! Was? Was? Die Survival-Leute mit Survival-Kanal direkt draußen. Puh, crazy. Aber daran sieht man, Natur, Würstchen. Ist einfach so. Wir sind alles Würstchen, Leute. Für die nichts können, weil denen jetzt wurde durch so eine Ultra... Genau. Das Video wollen wir uns auch noch angucken von Joey Vogel und Fritz. Genau. Das da mit dem Wasserproblem, da irgendwas ist da. Deshalb zum jetzigen Stand sind wir alles Würstchen und aber vielleicht sind wir doch keine Würstchen. Aber mal sehen. Flut das Frischwasser geraubt. Das konnte keiner ahnen. Ja. Aber das ist wieder das typische Beispiel. Die Vorteile des einen Spots sind die Nachteile des anderen. Hier Frischwassersituation direkt am Meer, flach, gar nicht so steil hoch. Und automatisch ist dann so eine hohe Wellengang auf einmal der Worst Case für die. Ne? Aufgrund des Zusammenpralls zweier Stürme auf dem Pazifik kommt es in der Nacht vor der Abholung zu einer für den Spot untypisch hohen Flut. Das salzige Meerwasser wurde mit dem Druck der Flut tief ins Landesinnere gespült und hat das vorhandene Trinkwasser für den Moment ungenießbar gemacht. Als ob die so weit drin sind. Bei Fritz und Martin war es halt ultra heftig, weil man niemals damit gerechnet hat. Also ich habe mir halt ausgemalt, was kann passiert sein, dass die Code Yellow drücken. Und ich dachte halt erst, scheiße, die haben Code Yellow gedrückt, weil die jetzt nicht Code Red drücken wollten, weil die jetzt... Denke ich mir auch so, Alter, stell dich vor, ihr seid im Orga-Team und auf einmal Fritz und Martin sind so... Und ihr denkt euch so, Digga, die haben doch einfach Code Yellow gedrückt, obwohl es eigentlich Code Red ist. Niemals haben die Code Yellow gedrückt, das ist bestimmt Code Red. So. Ich würde so wahrscheinlich genauso denken, so. Die kämpfen wahrscheinlich gerade so mit Tigern und Bären, okay, Tiger jetzt nicht, ne, mit Bären und Wölfen und sowas und sagen so, ja, chillig. Wisst ihr, ich meine, ich hätte genauso gedacht. Bei uns nicht so eine Ultrapanik auslösen wollten, ich habe gedacht, die haben sich verletzt oder Martin hat sich den Rücken gebrochen oder so, keine Ahnung. Ja, ich habe alles ausgemalt. Ich konnte mir das halt nicht vorstellen. Ja, klar. Das ist halt crazy. Solche Situationen ist man auch so, oh mein Gott. So schnell kann sich das ändern, von so schönem Wetter und flachem Seegang zu 3 Meter hohen Wellen. Die See ist... Denk dran, Würstchen. Unberechenbar. Hallo? Hallo? War das wieder Fritz und Martin? Ich konnte es nicht sehen. Hallo? Ist es
hier. Wir müssen erst da hochrennen. Hat dich schon einen Daumen nach oben hinterlassen. Aufgrund der Nachwehen des nächtlichen Sturms ist es besonders schwer, Fritz und Martin zu bergen. Jetzt schätzt du, hallo! Geil. Oh, wir müssen erst da hochrennen. Wartet mal. Da sind die alle angekommen. Da sind die Teilnehmer alle angekommen. Habt ihr eine Karte? Hope Island. Genau, da sind die angekommen. Und jetzt laufen die zu Fuß dahin? Das ergibt alles für mich keinen Sinn. Hä? Ergibt das für euch Sinn? Wartet mal. Nein, Inkognito. Inkognito. Das ist nicht weit. Ja, aber warum sind die dann nicht von Anfang an zu Fuß gelaufen und erstmal Inkognito? Habe ich Inkognito-Tab aufgeöffnet? Ich hoffe. Nee, ich habe keinen Inkognito-Tab. Nicht, dass ich jetzt meine Location wieder leake, ey. Das habe ich schon mal gemacht. Inkognito-Fenster. Da. Ich habe es geschafft. Inkognito-Fenster. Maps. Hauke am Stüssel. Alle akzeptieren. Seele verkaufen. Das Basiscamp ist auf der anderen Seite. Oh nee, ich hätte schon wieder meine Location. Nein. Wir machen das nicht. Auch mit dem Inkognito-Tab in Maps öffnen. Nix da. Mach ich nicht nochmal. Ich habe einfach meine komplette Location gelegt. Nix da. Wir haben keine Karte. Das Basiscamp ist auf einer anderen. Ach so, das ist auf einer anderen Insel. Anderen Insel war, denke ich. Aber ich habe gedacht, das ist einfach nur. Warte mal, welche Minute sind wir hier? 16. Da hier war doch auch irgendwo eine Karte. Nee, hier nicht mehr. Ach doch, da. Ah, nee. Guck mal. 16:46. Rescue Team für den Not. Nee, wartet mal kurz. Helikopter. Nee, das ist eine blöde Karte. Ja, das ist eine blöde Karte. Eine ganz blöde um Karte. Auf jede dieser. Ja, weil da war doch irgendwie so eine. Nur durch so eine Landzunge, wisst ihr? Boah, ich mache für die nächste Folge, mache ich mal so eine Karte ready. Das Camp ist halt auf der zweiten Insel. Ja, aber da ist dann nur so ein kleines Ding. So ein kleines Ding, wo die halt nicht hoch können, ne? Wo die zu Fuß gehen müssen. Und dann ist doch diese verlassene Siedlung und dann dieser Strandabschnitt, da wo die schon sind. Und dann müssen die halt rein, weil Fritz und Martin ja ewig. Aber die haben doch gesagt, die sind am Strand. Na, egal. Wir lassen uns mal überraschen. Wir müssen erst da hochrennen. Aufgrund der Nachwehen des nächtlichen Sturms ist es besonders schwer, Fritz und Martin zu bergen. Wir versuchen, den schnellsten und vor allem sichersten Weg zu finden. Da sind sie gleich. Hallo. Hallo. Okay, hör zu, wir sind jetzt aus der Bucht auf eure Seite. Komm, seht ihr uns? Ich glaube, da sind sie schon. Ich war mit dem Boot zur zweiten Insel zum Hafen, dann können sie laufen. Ah. Ah, doch, jetzt habe ich es gecheckt. Okay, gut. Okay, ja, ich habe es verstanden. Okay, gut. Okay. Denkfehler von mir. Okay. Schön, dass es euch gut geht. Hallo! Nichts gebrochen. Durstig, ey. Geht's euch gut oder braucht ihr mich? Wir brauchen erst nur noch Wasser. Glück. Ist mir auch recht. Ich kann euch mal den Blutdruck messen, einen Zugang legen, wenn es gar nicht geht. Ganz gut. Was ist überhaupt passiert? Heute Nacht kam hier quasi eine Sturmflut, Springflut, wo es bis hier oben ranging. Und es hat quasi da hinten rein kilometerweise Salzwasser reingetrieben. Wir haben halt heute den kompletten Tag, seit heute Morgen genutzt, um irgendwie alles noch auszuprobieren, was im Repertoire war. Wir haben Moos ausgedrückt, alles kam nichts raus. Also Wasser ist so ein Punkt, da kannst du machen, nein, was du willst. Das ist kritisch, das kannst du nicht bringen. Ja, und wir haben auch gedacht, und ich habe auch gesagt, ganz ehrlich, wenn wir jetzt warten, verschlechtert sich unser Zustand, die Denkfähigkeit lässt nach. Ja, der Punkt und war wir halt hätten auch euch auch riskiert, weil wenn ihr jetzt quasi los hättet müssen irgendwie, Alter. Und wir dachten so, wollen wir das in die Nacht rauszögern? Ja, ohne Wasser ist halt. Ohne Wasser ist halt nichts. Keine Ahnung, da kann ich mit dem Kopf auch nicht gegen arbeiten. Die Wasserversorgung von Fritz und Martin ist wieder sichergestellt. Bevor wir uns zurück auf den Weg ins Rescue Camp machen, schauen wir uns noch einmal den Shelter der beiden an und stellen sicher, dass jegliches naturfremdes Material entfernt wird. Sehr gut.
Für mich zeigt das eigentlich nochmal, dass die Natur einfach über Leben und Tod entscheidet. Ja, Mann. Richtig. Ist wenn die Tür zumacht, ist die Tür zu. Dann kannst du dich im Kreis drehen und schreien, das hilft trotzdem nicht. Wir haben im Endeffekt alles probiert, was wir irgendwie hatten. Wir haben die komplette Küstenlinie abgescoutet. Wir sind links und rechts nochmal an die Kanten und haben geguckt. Wir sind ins Moor, ins Landesinnere. Wir sind an dem Fluss ins Landesinnere. Also, ja, keine Chance. Ja. Würstchen versus Natur. Ist einfach so, Leute. Wir sind einfach Würstchen. Crazy. Ohne Trinkwasser, das hätte man nicht durchhalten können. Und wenn da keine Aussicht ist, dass sich die Situation verändert, ist das letztendlich auch eine vernünftige Reaktion, um sich nicht in Gefahr zu bringen. Dein Theoretisch schon, ne? Erwachsen auch. Obwohl es sein Projekt ist, Leute. Überleg mal, es ist Fritz sein Projekt. Klar ist er enttäuscht, ne? Aber es ist eine erwachsene Reaktion zu sagen und eine vernünftige erwachsene Reaktion zu sagen, jo, kein Wasser, müssen raus. Nicht, dass du mir dehydrierst. Machen wir jetzt die nächsten 2 Wochen. Du denkst so, das kann jetzt nicht sein. Das kann doch jetzt nicht gewesen sein. Klar hätte man sagen können, komm, wir machen noch die Nacht und nächsten Tag, aber das ist dann einfach nur Schändung des Körpers, wo ich denke, ja, das brauche ich auch nicht. Ach, schön. Ist doch chillig hier. Ja. Krass. Wir sind hier gewesen? Ja. Ja, da ist die zweite Insel ja komplett im Schatten, Alter. Wir waren quasi in der Frontlinie. Wir sind die komplette Frontlinie. Das siehst du dann auch auf den Videos. Da ist alles reingewichst, was irgendwie konnte. Also heute früh wirklich Apokalypse. Wir haben so viele tote Viecher gefunden. Ja. Aber auch die anderen Tage davor ständig. Guck mal, hier ein Skelett. Hier ein komisches totes Vieh, wo irgendwelche Raben dran knabbern. Ja, und so einfach Friedhof. Das ist leck. Wir müssen mal die Aufnahmen von Martin reinziehen. Es war gar kein Regen, ist uns dann nachher aufgefallen. Ja. Sondern es war einfach der Pazifik. Der Pazifik ist in den Bäumen hängen geblieben, ja. Volle Wucht rein und dann ist quasi alles runtergekommen und du dachtest, es regnet. Du sitzt die ganze Zeit in der Wolke drin. Und dann gehst du 50 Meter weiter in den Wald rein und es ist einfach nichts. Schönes Wetter. Nur heute. Aber wie ruhig das hier alles ist. Du hörst ja nicht meine Welle. Ja, aber es war immer das Gefühl, als wenn ein Lastwagen durch den Wir waren an einer fucking Autobahn. Ja, für mich war die Nummer natürlich deutlich schneller vorbei, als ich mir das Ganze gewünscht habe. Es zeigt für mich einfach nochmal, Mutter Natur da draußen ist krass. So, und du kannst halt sonst wer sein, du kannst dich sonst wie vorbereiten. Und manchmal gibt es einfach Momente, auch im Leben, auf die du keinen Einfluss hast. Ich habe natürlich auch mir im Nachhinein immer nochmal Gedanken drüber gemacht, hätte ich Sachen anders machen können. Ist es die richtige Entscheidung gewesen? Ich hätte gern mehr gelebt, ich hatte extrem viel mehr vor, aber so ist das Leben. Es gehört dazu, einmal wachrütteln, einmal abschütteln, links und rechts eine klatschen und weiter geht's. So, also das Letzte ist, dass ich mich irgendwie unterkriegen lasse davon. Das sind Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Und ja, weiter geht's. Krass. Schade. Sehr schade. Aber so ist es. Ich hoffe trotzdem, dass sie das nochmal machen, irgendwie. So die Abrechnung oder so. Wäre schon geil. Wo fahren die hin? Leute, wo fahren die hin? Wo fahren die hin? Werden die gerade wieder ausgesetzt? Komm schon. Aussetzung. Aussetzung. Neue Aussetzung, komm schon. Hey, schön hier. Hotel? Achso. Ja, okay. Eventuell ist... Ach, Mann, ey. Digga. Nicht eine Pflanze, die da so aussah wie unsere. Nicht eine. Wir wollten ja Krebse, Fische, alles rausholen, aber es war faktisch nicht möglich. Es war einfach wie so ein Mars. Einfach so tote Erde. Schade. Boah, krass, die steigen halt wirklich da rein. Nein! Nein! Freunde? Ja? Ich hoffe, wir sehen uns schnell wieder. Tschüss. Gute Reise. Ciao. Boah, geile Aufnahme. Ich bin sehr traurig, dass Marlene und Fritz draußen sind. Ich hätte gern gesehen, wie sie noch ein 2-stöckiges Haus gebaut hätten. Ja, aber die Natur hat sich anders entschieden.
Kann man nicht wissen. Ich weiß nicht, ob es schon erklärt wurde, aber es sind wohl irgendwie auf dem Meer ein paar hunderte Kilometer weiter zwei Gewitterfronten aufeinander geknallt und haben denen eine schöne Flut reingedrückt, die ihnen das ganze Frischwasser geraubt hat. Happens. Können sie nichts für die Jungs. Traurig. Staffel 3 ist im vollen Gange und wir begleiten euch mit allen Informationen hinter den Kulissen. Wir zeigen euch das Leben im Rescue Camp, spannende Geschichten rund um Hope Island und unser Leben mit den First Nations. Lernt unser Team kennen, die Menschen hinter der Musik und unseren Sprecher. Werden es die restlichen Kandidaten bis zum Ende schaffen? Ich hoffe, die werden es schaffen. Was glaubt ihr? Ich glaube, die schaffen das, oder? Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie es schaffen. Ich glaube, die anderen, die rocken das schon. Hoffe ich zumindest. Keine Ahnung. Oh mein Gott. War eine coole Behind-the-Scenes-Folge. Ich habe aber noch ein bisschen was anderes erwartet. Also klar, die Folge heißt Code Yellow, den niemand glauben konnte. Aber ich glaube, wir sind jetzt bei Folge 7 gerade, oder? Bei Seven Was Wild. Und es ist gerade so ein kleines Drama gerade, beziehungsweise so ein Aufschrei. Und da würde ich gerne mal mit euch reinjumpen. Ich habe gedacht, vielleicht wird das in Behind the Scenes thematisiert, wurde leider nicht thematisiert. Das Thema Red Tide. Wird das ausgesprochen? Red Tide? Ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob das noch in Behind the Scenes oder irgendwo thematisiert wird, weil gerade ist ja schon sehr Drama, ne? Also, holt euer Popcorn oder eure Gummibärchen. Let's go! Wir gehen voll rein ins